Genau, geht mal vor die Barrikade, David, komm. Darf ich ihn denn fragen, wie hat Ihnen die Auftaktveranstaltung zum Wochenende Demokratie gefallen? Naja, wenn ihr nicht da gewesen wärt, nicht möglich. Okay, alles klar. Also, wie, oder die Reden oder also einfach die Atmosphäre? Naja, ich finde, also so eine Barrikade, also es gibt natürlich dadurch ein bisschen Flair, aber ich finde es künstlich. Ja, es sieht aus wie eine Theaterrequisite, ja, also wie eine Theaterbühne. Ja, es ist halt so inszeniert. Also man kann das nur mal gucken, wie das so im gesamten Stadtraum ist. Ich finde es natürlich gut, dass endlich mal daran erinnert wird, weil das geht ja meistens relativ unter. Ja. Aber das finde ich dann eigentlich doch eher albern. Also es sieht mir auf jeden Fall schon, es wirkt wie eine Inszenierung und es hat was von so Provinztheater, aber es ist nicht böse gemeint. Das ist jetzt nur meine Beobachtung. Also einfach so das Gerümpel übereinander zu stellen. Vielleicht hat ja eine Barrikade so ausgesehen, ich weiß es nicht, wie 1848 eine Barrikade ausgesehen hat. Aber, aber bestimmt nicht so ordentlich, nicht so ordentlich, oder? Nee, nicht so inszeniert unordentlich. Ja, ja. Das ist ja inszeniert. Ja. Und der Stadtspaziergang, der ist jetzt auch nur für geladene Gäste, was sagen Sie, oder? Das ist doch, glaube ich, einfach. Aber der Auftakt, der war für geladene Gäste. Was sagen Sie dazu, dass praktisch Bürger hinter den Absperrungen bleiben mussten? Also, das gehört sich eigentlich nicht. Okay, danke schön. Ne?